Fieber. Dieses Jubiläum hat eine sehr große Bedeutung für uns und natürlich auch für die Matterhorn-Gotthard-Bahn. Wir dürfen nicht vergessen, der Glacis-Express ist eines der wichtigsten und bedeutendsten Produkte des Schweizer Tourismus insgesamt und natürlich das Zugpferd der Rätischen Bahn. Und so sind beim Jubiläum auch die Dampffreunde der Rätischen Bahn dabei. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Loks und Wagen der Nachwelt zu erhalten. Ohnehin ist das Dampfzeitalter bei der Rätischen Bahn schon sehr lange zu Ende. Kohlemangel während des Ersten Weltkriegs bewog die RHB, ihre Strecken zwischen 1918 und 1922 zu elektrifizieren. Deshalb wird hier der Glacis-Express schon immer elektrisch betrieben. Schon vor 75 Jahren ist die Fahrt im Glacis-Express komfortabel und gleicht einem Sonntagsspaziergang. Die Technik aber, die das bequeme Reisen ermöglichte, ist damals noch gar nicht so alt. Die Voraussetzungen dazu waren technisch die Möglichkeit der Schließung von steileren Rampen in den Bergtälern. 1892 wurde das Zahnrad erfunden nach dem System Abt, das sich eignete für Kombination, Adhäsion und Zahnrad und vor allem für engere Kurvenradien. Und die sind in den engen Gebirgstälern Graubündens, dem Land der 150 Täler, auch notwendig beim Eisenbahnbau. Auch der wohl berühmteste Viadukt der Glacis-Strecke, der Landwasserviadukt, ist in einer Kurve gebaut. Lok 107, 1906 gefertigt von SLM in Winterthur, sieht heute aus wie neu. Das liegt neben der liebevollen Pflege auch an ihrer Aufarbeitung im Jahr 2001. Blitzblank glänzt sie in der Abendsonne. Wieder im Glacis-Express sind wir nun unterwegs auf der Albula-Linie. Mit Kehrtunnels, Schleifen, Brücken und Viadukten bezwingen um 1900 Ingenieure die widerspenstigen Berge. Zwischen Bergün und Preda liegen nur 5 Kilometer Luftlinie. Die Bahntrasse ist auf gut 12 Kilometer verlängert, um den Höhenunterschied von 416 Metern ohne Zahnrad zu meistern. Krokodile ziehen den Glacis-Express vielleicht bald über ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die Leute haben sich wirklich mit der Natur auseinandergesetzt und haben Strecken gebaut, die heute wunderbar in die Gegend passen würden. Man muss aber auch sagen, vor 100 Jahren sah diese Strecke ganz anders aus. Links und rechts von der Strecke stand kein Baum mehr. Also unvorstellbare Verhältnisse heutzutage mit den vielen Oppositionen, die es da geben würde. Also auch aus diesem Grunde, eine solche Strecke könnte man heute schlichtweg nicht mehr bauen. Es ist zu wünschen, dass die UNESCO die Albula-Bahn als Weltkulturerbe anerkennt. In Preda beginnt der Albula-Tunnel. Gebaut hauptsächlich von Italienern, ist er auf gut 1800 Metern der höchste Alpendurchstich Europas. 5 entbehrungsreiche Jahre dauerten die Bauarbeiten, bis der Tunnel 1903 eingeweiht werden konnte. 10 Kilometer nach dem Albula-Tunnel sind wir am Ziel. Die Kapitale des Engadins, St. Moritz. Der Star der eidgenössischen Schiene, wie der Glacis-Express von vielen genannt wird, ist an seinem Endpunkt angelangt. Und
St. Moritz gibt sich weltstädtisch. Außerdem gibt es ein kleines Andenken, gratis. Auf dieser Urkunde tun wir bestätigen, dass der Gast 290 Kilometer absolviert hat und 291 Brücken befahren hat und 90 Tunnels durchgefahren hat. Und die Urkunde hängt in der ganzen Welt, von Südamerika bis Australien, überall. Man hat mir schon Fotografien geschickt, um zu beweisen, dass das an der Wand von einem Büro oder von einer Wohnung hängt. Morgen führt die Reise durchs Rhone- und Aostatal. In Martigny nehmen wir den St. Bernhard Express, der bis nach Ostiers oder Le Chable durch eine fantastische Landschaft führt. Ebenfalls in Martigny startet der Mont Blanc Express. In Originalwagen, die fast 100 Jahre